Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Frühbier-Kanal. Leute, heute gibt es eine neue 24-Stunden-Challenge, nur für mich alleine. Ja, das wird eine weitere Rache an Bianca und Danja. Die haben sich ja letztens vor mir versteckt, das werde ich nicht machen, aber sie haben meine Gegenstände versteckt und das werde ich heute auch mal machen und ich bin extra ein bisschen früher gekommen. Bianca und Danja sind noch nicht da und ich habe schon was geklaut und werden gleich versuchen, ich habe auch extra abgeschlossen, die Live-Reaktion aufzunehmen, aber mal schauen. Ich zeige euch jetzt erstmal, wo ich die Sachen versteckt habe. Also hier ist der Laptop von Bianca, hier die Tastatur von Danja, die werden die natürlich brauchen, weil sonst können sie den Tag gar nicht starten. Ne? Ich packe jetzt erstmal die Kamera hier hin. Ich habe extra abgeschossen, das heißt, ich kann gleich, sobald sie da sind, schnell die Kamera anmachen und dann gucken wir uns mal die Reaktion an. Ich hoffe, es klappt. Im Laufe des Tages wird es natürlich schwieriger. Sie werden natürlich direkt mich verdächtigen. Das heißt, da werden wir die Kamera natürlich mitnehmen und auch wirklich extra klauen, ne, und denen das dann auch sagen. Na, aber ich werde versuchen, immer einen Moment zu erwischen, wo sie gerade nicht im Studio sind. Ich glaube, das Handy, die Taschen. Mal gucken, was uns da heute alles in den 24 Stunden erwartet. Ja? Komm rein. Morgen. Morgen. Hast du meinen Laptop gesehen? Dein Laptop? Ja. Wieso? Weil der weg ist. Ein bisschen doof. Hast du den wirklich nicht gesehen? Ja, warum sollte ich deinen Laptop nehmen? Ich habe hier meinen PC. Keine Ahnung. Weißt du, wo der ist oder wer den genommen hat? Frag mal bei Danja. Okay. Kann sein, dass sie den gestern noch benutzt hat irgendwie. Okay. Okay. Das war schon gar nicht so schlecht. Aber Danja ist noch nicht da. Das heißt, sie wird wahrscheinlich gleich kommen und sagen, ja, Danja ist noch nicht da und dies und das. Ich glaube, dann nehme ich die Kamera und sage, ja, ja, dann such mal schön. Ja. Danja ist noch nicht da. Was grinst du so? Hast du irgendwas vor? Oh. Was hast denn du schon wieder geplant? Das ist wie meine Revanche. Meine zweite Revanche an euch. Wir haben das gar nicht verdient. Ihr habt alles verdient, was ihr hier in den Videos bekommt von mir. Ja, ich wusste, dass irgendwas wieder nicht stimmt. Ja, ich habe deinen Laptop, aber weißt du, wo der ist? Nein. Ich sag nur geheim. Braucht den aber. Ich sag nur geheim. Ach, geheimes Klo. Ja. Ernsthaft? Hast du ihn? Nee. Was? Der ist hier nicht. Wie, der ist hier nicht? Der ist nicht auf dem geheimen Klo. Ja, ich habe ja nicht geheimes Klo gesagt. Ich habe nur geheim gesagt. Ach so. Ja, wo denn dann? Geheim. Ja, komm, sag mal. Ich brauch den. Okay, es ist auf jeden Fall in meinem Studio. Komm erst mal rein. Was ist denn dein Plan heute? Mein Plan ist heute, euch zu ärgern. Das machst du jeden Tag, da musst du gar nichts dafür machen. Ja, aber heute ganz besonders. Ja. Nicht in meinen Sachen wühlen. Oh, hast du schon meine neuen Poster gesehen? Ja, cool. Cool, ne? Vegeta und Son Goku. Vegeta. Vegeta, absoluter Favorite. Dragon Ball, oder? Dragon Ball, richtig. Ah. Wie wär's, wenn du ein paar Liegestütze machst? Ja, los. Andersrum. Ich sehe das schon. Hey, das gehört nicht dir. Ja, ich wollte gerade sagen, hast du bei Danja auch geklaut? Ja, oder du, was? Du bist ruhig. Psst. Guck mal woanders. Ja, ein bisschen, echt, ne? Ne, also so am Morgen ein bisschen bewegen ist gar nicht so schlecht. Kannst du mir mal erzählen, wofür du eigentlich überhaupt einen Laptop brauchst? Ja, zum Arbeiten. Ja, ach komm, du und Arbeiten, ne? Hättest du wohl gerne. Du hast echt nichts Besseres zu tun am Morgen, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich muss die Leute ja hier ein bisschen unterhalten, ne? Na, und das den ganzen Tag lang, kann ich dir jetzt schon sagen. Ich wollte jetzt gerade sagen, war es wenigstens Nein. eine einmalige Sache. Nein, es wird dich heute noch einiges erwarten, aber ich kann dich nicht warnen, was noch passieren wird. Aber es wird noch einiges passieren. Du weißt schon, dass du das wieder bekommst, ne? Ja, aber trotzdem, nichts erstmal Danja sagen. Zumindest nicht bei ihrer Tastatur. Danach werde ich sowieso aufklären. Hm. Ja gut, weil okay? du es bist. Ja, los, und jetzt raus aus meinem Studio, ganz schnell. Raus! Raus! Du bist hier nicht willkommen, sage ich dir. Raus! Das kriegst du sowas von wieder, ey. Ich sag. Raus. Das war Nummer 1. Jetzt warten wir mal auf Danja. Okay, also, das war jetzt Bianca. Danja ist noch nicht da. Wir warten nochmal. Okay. Ja. Morgen. Hast du zufällig meine Tastatur gesehen? Nein. Ich kann mir nicht vorstellen, wer die sonst da abgeholt hätte. Eine Tastatur? Ja.
Meine Tastatur schwarz sieht sonst genauso aus wie deine. Ja, ich weiß schon, wie deine Tastatur. Warum sollte ich jetzt mit deiner Tastatur machen? Ich weiß nicht. An der Stelle würde ich mal Bianca fragen. Die ist heute Morgen hier schon ein bisschen rumgelaufen. Ja, aber was will denn Bianca machen? Was weiß ich, vielleicht dreht die wieder ein Video. Keine Ahnung. Der hat letztens auch schon die Gegenstände geklaut, mit dir zusammen sogar. Vielleicht dreht sie wieder ein Video. Frag ich glaube nicht, dass Bianca meine Tastatur hat. So, jetzt Tastatur. Wo ist meine Tastatur? Hat sie Bianca nicht? Nein! Ja, ich dachte es mir schon fast. Wo ist meine Tastatur? Hör jetzt damit. Ich sage nur geheim. Ich sage, nein, hör mir doch mal zu. Was denn? Ich sage geheim. Geheimes Klo oder was? Ich sage nur geheim. Hast du eigentlich schon meine neuen Gemälde hier gesehen? Nein. Ja, siehst du? Die sind aber schön. Vegeta muss sein. Ja. Son Goku ist zwar auch da, aber Vegeta. Ist gut gemacht, aber ist trotzdem meine Tastatur geklaut. Ja, dann such mal schön. Also ich muss schon sagen, es ist ein sehr, sehr schöner Morgen. Seit langer Zeit mal wieder. Ich werde das den ganzen Tag machen und zwischendurch werden wir ja noch ein paar Videos aufnehmen. Also, das wird heute spaßig. Und? Danja? Ja. Ich kann das gar nicht hören. Ja. Wo ist meine Tastatur? Also ich habe geheim gesagt, aber nicht geheimes Klo, ne? Wie wär's, wenn du ein bisschen Sport mal machst? Komm mal rein. So, hast du eine Meise? Komm rein. Ist das eigentlich eine Meise? Komm rein. Was soll ich denn jetzt für Sport machen? Wie wär's mit ein paar Liegestützen? Los! Nein! Doch! Nein! Glaub mir, wenn du die Liegestütze machst, dann findest du auch deine Tastatur. Macht Spaß? Oh Gott, warte, ich hab ein bisschen Angst. Du kriegst gleich richtig einen von Latz, ey, ich sag's dir. Gut, dass du freiwillig aus meinem Studio rausgehst. Mann, wie soll ich denn arbeiten ohne die Tastatur? Ich stell's dir raus. Vor. Raus! Ich gehe hier raus, wenn ich hier rausgehen will, Freundchen. Raus. Sicher ist sicher. Leute, okay, das war schon mal ein guter Start. Mal gucken, wie es später weitergeht. Eigentlich wollte ich ja ein bisschen warten, aber mir ist was eingefallen. Also Danja, die frühstückt immer. Na, so Bianca und ich sind ja diejenigen, die eigentlich nicht so wirklich frühstücken. Aber Danja muss immer frühstücken und deswegen... Jetzt warten wir mal. Ja. Was willst du? Ey, kannst du mich nicht mal morgen? Ich verstehe Spaß, aber begrenzt. Wo ist mein Frühstück? Also jetzt mal ganz ehrlich. Du hast ja zumindest noch den Anschein. Warum sollte ich dein komisches Frühstück, das was du morgens immer so isst, ich frühstücke noch nicht mal. Warum sollte ich denn morgens? Was weiß ich? Wo ist mein Frühstück? Ich weiß nur, dass dein Tee immer morgens stinkt. Ja, den hast du. Also, ich habe eben was beobachtet. Ja, du hast es beobachtet. Ich habe da was beobachtet. Bianca war eben kurz in deinem Studio. An deiner Stelle würde ich mal bei Bianca gucken. Ich verstehe ja viel Spaß, ne? Aber bei meinem Frühstück. Hi, Bianca. Guck! Ich hab's dir gesagt. Siehst du? Guck! Würde das Bianca bestimmt verstecken. Warum klaust du denn das Frühstück von... Ich hab das wirklich nicht, ich hab das noch nicht mal gesehen. Ja, aber warum liegt das denn da bei dir? Ja, keine Ahnung, weil du es wahrscheinlich hingestellt hast. Warum sollte ich? Warum? Guckt euch dieses Gesicht an. Sieht es danach aus, als würde es lügen? Weil ihn das Lachen, du ertappst dich schon wieder. Dreckige Lachen. Das ist Frühstück geklaut. Das ist mir heilig. Das ist meine Lieblingsmahlzeit am Tag und du machst es kaputt. Ja, Bianca, hör auf zu klauen, ne? Okay, es tut mir leid. Ja, so, gut. Nein. Gut, okay. Ich war's nicht. Aber du klaust jetzt nichts von mir. Nein, warum sollte ich das machen? Sehe ich so aus? Ich lasse euch jetzt in Ruhe. Ist okay, damit ist die Challenge auch vorbei. Hi. Es ist nur eine Morgens-Challenge. Also keine 24 Stunden, sondern nur morgens. Okay, klar.
Hallöchen wieder. Ich weiß, vor euch waren das nur ein paar Sekunden. Wir haben ja zwischendurch ein Video abgedreht und Bianca hat ein neues Video vorbereitet fürs Wochenende auch. Ne? Das kommt, glaube ich, morgen online. Keine Ahnung, ich habe gerade den Redaktionsplan nicht ganz im Kopf. Es könnte aber sein, dass das morgen online kommt. Das ist so eine eklige Smoothie-Challenge und darauf habe ich gar keine Lust. Ja gut, wir müssen es trotzdem machen. Aber sie hat es vorbereitet und ich möchte ihr ein bisschen schlechte Laune vor dem Video machen, deswegen kommt mal mit. Könnt ihr es sehen, Leute? Was will ich denn nicht drin haben? Also das will ich nicht drin haben. Und das auch nicht. Okay, das andere kann eigentlich alles bleiben. Okay. Was machen wir damit? Weil ich sie nicht haben möchte, kommen sie natürlich in den Müll. Und jetzt warte ich hier mal wieder schön im Studio, ne? Und dann gucken wir mal, was passiert. Aber diesmal machen wir das ein bisschen anders. Und zwar packen wir das hier drauf auf das Stativ. Vielleicht merkt sie ja diesmal nicht, dass die Kamera läuft. Wer weiß. Okay, ich packe es jetzt gerade aufs Stativ und dann sehen wir uns gleich. Ja. Ist es dein Ernst? Was? Ja, ich wollte jetzt mit der Smoothie Challenge beginnen. Ja, mach doch. Ja, ich habe alles vorbereitet, alles weg. Was, alles weg? Ach, Kahn, bitte. Was willst du jetzt von mir? Ja, wo hast denn du jetzt das? Was soll ich mit deiner Smoothie Challenge? Was soll ich damit? Jetzt ganz ehrlich, ja, warum soll ich? Ich hab gesagt, dass wir jetzt beginnen. Ich habe alles vorbereitet, es ist alles wieder weg. Und du wolltest halt irgendwie, keine Ahnung, Gegenstände verstecken. Das ist jetzt echt nicht witzig. Ja, aber warum sollte ich deine Challenge jetzt sabotieren? Siehst du hier irgendwo eine Kamera? Hier, guck. Alles. Ich habe gar nicht alles weggenommen. Ich habe nur die zwei Sachen weggenommen. Ey, das ist nicht dein Ernst, oder? Wer hat denn sowas in den Müll geschmissen? Du brauchst gar nicht so grinsen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist ja, also tut mir leid, also Tomatensaft, das gehört doch auch in Müll, also. Ich hoffe für dich, dass du das dann gleich trinken kannst. Ich will es wirklich nicht trinken, aber gut, das war jetzt gar nicht der. Aber es hat gut gepasst, ne? Die 24-Stunden-Challenge heute, ne? Auch das habe ich wieder geschafft. Gut, ich muss jetzt diese eklige Smoothie-Challenge aufnehmen und danach ist Danja mal wieder dran. Ich muss mir was für Danja überlegen. Vielleicht ihr Mittagessen oder vielleicht von ihrer Challenge was. Wer weiß. Da bin ich schon wieder. Ja, wir haben jetzt diese Smoothie-Challenge abgedreht. Ergebnis könnt ihr morgen, glaube ich, dann sehen. Und die wollten ein bisschen Pause machen. Aber Danja ist so klug, dass sie hier schon ihre nächste Challenge vorbereitet hat. Eine teuer versus günstig Challenge, die, glaube ich, auch schon online ist. Ich glaube, am Donnerstag kam das. Könnt ihr gerne abchecken. Auf jeden Fall hat sie mich natürlich hier, die sind jetzt Pause machen gegangen. Und ich verstehe auch nicht, warum sie mir noch vertrauen. Also ich, zum Beispiel das. Guckt euch das jetzt mal an. Warum lässt sie einfach hier sowas liegen? Ne? Als ob ich das jetzt nicht nehme und verstecke. Ne? Manche Menschen lernen es nie. Ich werde mir was auch davon nehmen. Ich glaube, ich verstecke das in meinem Rucksack, weil da wird sie definitiv nicht gucken. Ja. Lass sie mir schmecken. Ne? Ja, ich schalte die Kamera wieder ein, wenn Danja da ist. Ne? Dann können wir ihre Suchaktion mal beobachten. Wird sie sowieso nicht finden. Ich packe das jetzt gleich in meinen Rucksack. Ich glaube, die war noch unten, deswegen. Hi! Hilf! Was willst du? Du wusstest, dass du mich schon wieder beklaut hast. Ich hab nicht geklaut! Wo sind die restlichen Sachen? Ey! Ach. Hey! Das ist mein Rucksack. Ja. Ey, das ist doch dein Rucksack. Das sind ja meine Sachen. Leute! Ich brauch das für die Challenge! Ey! Au! Hör auf damit! Ach, das hat wehgetan. Ja, ich hoffe, das hat wehgetan. Du gehst nicht nochmal an meinen Rucksack. Ey, nee, ganz ehrlich, ich habe das gerade gekauft und ich brauche das für die Challenge und du kriegst dafür nichts mehr. Ich muss doch bei der Challenge mitmachen. Ja, dann kriegst du nur die ekligen Sachen. Tschüss. Leute, eine Info für euch. Falls ihr mal Daniel irgendwo sehen solltet, lasst sie nicht an euren Rucksack. Okay, ich bin leicht zu durchschauen, glaube ich. Ne? Dass sie wusste, dass es direkt in meinem Rucksack ist. Nun gut. Wir drehen die Challenge ab und dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich würde eigentlich am liebsten das Auto von jemandem klauen, aber mal gucken, ob ich das hinbekomme.
Mal schauen. Bis später. Okay, Leute. Wir haben jetzt eine weitere Challenge abgedreht. Deswegen habe ich auch wieder andere Klamotten an. Gleich geht es weiter bei uns hier mit der Freunde-WG. Also wir wollen Freunde-WG gleich drehen. Aber Bianca hat vorher noch einen Termin. Das passt aber super, weil ihr habt es vielleicht schon bei Do It Yourself gesehen. Die haben ein neues Studio. Na, also eine neue Studioeinrichtung. Und es wäre natürlich super, wenn ich diese Studioeinrichtung direkt mal klaue. So, das passt perfekt, weil Eva ist sowieso unten. Und Bianca ist auch nicht da. Gehen wir mal rein. Wir sind nicht abgeschlossen, aber ich glaube, der Schlüssel ist auch hier. Nein, sie hat nicht abgeschlossen. Perfekt. So. Nee, Licht lasse ich mal aus. Also es geht hier, warte. Jetzt mache ich das Licht an. Also ganz kurz. Es geht hier um diese Stühle. Ne? Einen davon würde ich eigentlich ganz gerne mal mitnehmen. Den, ich überlege gerade, ob ich den verstecken soll oder einfach bei mir reinpacken soll. Ich glaube schon. Ich glaube, das wäre eine richtig coole Überraschung, einfach wenn ich darauf sitze und sie dann gleich reinkommt. Das Ding. Oh Gott, warum ist das so schwer? Was ist das für Stühle? Okay. Ich muss jetzt noch einmal kurz rüber. Meine Spuren verwischen. Okay, alles klar. Machen die Tür wieder zu. Ja. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also ich find's gut. Ich könnte hier eigentlich ein bisschen chillen. Ne? Passt. Leute, ich hatte eine viel bessere Idee. Und zwar, ich habe noch diesen Greenscreen hier bei mir. Ne? Den habe ich eigentlich bisher noch kaum benutzt. Und ich meine, es wäre ein gutes Versteck, wenn dann das hier hinter ist. Und ich meine, wenn Bianca später gleich kommen wird. Oh, ich will jetzt schon ihre Reaktion sehen. Aber wir warten mal. Ne? Sie wird sich wahrscheinlich melden, wenn sie wieder da ist. Okay, Bianca hat sich gemeldet. Sie ist in 5 Minuten da. Okay, sie müsste jetzt gleich da sein. Das heißt, ich lasse die Kamera ein bisschen laufen und dann warten wir mal ab. Ist das dein Ernst? Was denn? Du hast meinen Stuhl geklaut. Warum soll ich deinen Stuhl klauen? Ja, aus dem DIY. Warum soll ich deinen Stuhl klauen? Ja, wo soll er sonst sein? Das ist echt blöd jetzt, ne? Wieso? Ja, weil ich voll Stress habe und wir gerade ein DIY-Video drehen wollten. Und ich wir müssen gleich erstmal Freunde-WG drehen. Das ist ja, das was erstmal. Hast denn du jetzt mit dem Stuhl? Du weißt schon, dass die nagelneu sind, ne? Boah, du bringst mich echt auf die Palme, ne? Ja, was willst du denn? Ich habe dafür halt keinen Humor. Wo hast du denn hingetan? Komm, bitte. Wo ist der? Sag. Hau dich doch mal um. Also, manchmal denke ich auch... Manchmal denke ich auch Warum? So. Manchmal denke ich wirklich so. Guck mal, ich brauche gar nicht beweisen. Ne? Das ist nicht gespielt. Wie kann man das hier nicht sehen? Ja, es kann ja sein, dass du irgendwas drehen wolltest. Hallo, nicht kaputt machen. Und? Ist es. Ja, warte. Ist okay, komm. So, guck, ganz einfach. So, siehst du? Du hast schon wieder alles gefunden. Das ist doch nur eine Challenge. Wenn du den kaputt gemacht hast. Warum sollte ich den jetzt kaputt machen? Ja, weil ich dich kenne. Ich mach doch nichts kaputt. Ja, den kannst du jetzt schön rübertragen. Nee. Ich trag den jetzt nicht. Ah. Nee, los, komm. Ja gut, so schwer wie Bianca kann er nicht sein. Haha. Ja? Oh Gott, ich komme hier nicht durch. Das liegt aber nicht am Stuhl. Was sind überhaupt die Bilder von mir hier überall? Ja, das ist, die werden dich dein Leben lang verfolgen. So, siehst du, guck, ich hab geklaut, du hast sie gefunden, wir haben Verstecken gespielt. Mach das alles wieder schön. So, hier, siehst du? Schick. Warte, ich muss, glaube ich, pupsen. Ich bleib kurz hier, okay? Hör auf. Aber das steht dir, die Farbe. Ja, ich weiß, dass sie mir steht. Gut, jetzt, okay, jetzt hol deine Tasche da. Aber jetzt ist gut mit Verstecken. Ja, ist gut. Ist gut. Ja, natürlich. Du hast ja den Spaß gehabt und jetzt ist echt gut. Also jetzt ist echt nicht mehr lustig. Jetzt wäre ich nicht mehr lustig! Raus. Da kriegt man richtig schlechte Laune, wenn man wieder... Raus! Was? Irgendwas macht sie. Kommt jetzt an meine Wand. Das. Ach so! Komm da, meine Tür! Was steht da? Kein Zutritt. Merkst dir. Glaub mir, der Typ will in deinem Zimmer gar keinen Zutritt haben. Glaub es mir. Nee. Ich häng das jetzt an die Brauchst Wand. Du nicht draufhängen. Doch. Okay, das war ganz gut. Hauptsache, Bianca hat sich aufgeregt. Jetzt muss ich nur noch was finden bei Danja. Mit dem Auto, das wird nicht klappen heute. Muss was überlegen. Okay, Leute. Ich möchte es trotzdem versuchen mit dem Auto. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das klappt. Das Problem ist, sie ist in ihrem Studio und ich weiß das.
Hey. Okay, alles klar, ich hab den Schlüssel. Sie kommt! Wo wusste sie, dass das hier im Auto ist? Ey, du hast sie doch nicht mehr alle! Ich wollte. Mach dich jetzt raus aus meinem Auto! Woher wusstest du, dass ich direkt bei deinem Auto bin? Naja, weil meine Autoschlüssel nicht mehr da waren und ich wusste, ich war gerade nicht bei mir. Und ich kenne dich doch. Ich bin gerade mal ein paar Sekunden hier draußen. Warst du eigentlich auf Klo oder war das? Ja, ich war auf Klo. Okay. Kann ich den trotzdem umparken? Nein, du packst ihn nicht. Raus! Kann ich die Kamera wenigstens aus? Nein. Nein, das war's jetzt mit dem Video. Das reicht auch mal. Tschüss. Ja.